So Leute, und damit herzlich willkommen zur Folge 50 von Let's Play EP9. Ja, ich habe gesagt, ich möchte euch ein paar meiner Anlagen vorstellen in diesem Video und das werde ich jetzt auch dementsprechend machen. Und zwar haben wir hier schon mal eine meiner neuesten Anlagen, die sich noch im Bau befindet. Und zwar die Anlage Kleinstadt. Man hat auch schon ein paar Bilder gesehen. Die frisst jetzt ziemlich viel Frame, weil ich hier so viel Gras verbaut habe, weiter drin. Ja, das ist schon ein bisschen Frist. Okay. Ja, so sieht der Bahnsteig aus hier. Hier rechts haben wir eine Fernbahn, wo Fernzüge auch fahren, wie hier zum Beispiel. Und ja, es hat ja auch schon ein Bildervideo von der Anlage gegeben. Darum glaube ich, muss ich hier nicht viel zeigen. So sieht das Ganze von oben aus. Ja, hier habe ich jetzt weiter hinten im Hintergrund noch eine Nebenbahn gebaut. Hier habe ich rechts ein paar Felder gemacht. Hier die Straße. Und ja, die Kreisel hier kennen wir ja schon. Hier habe ich auch noch eine Fernbahn gebaut mit dem Bahnübergang. Der wird hier noch gebaut dann. Und dann zeige ich euch mal kurz den Schattenbahnhof. Ja, der sieht folgendermaßen aus und zwar so. Jeweils zwei, also es sind zwei Schattenbahnhöfe auseinandergehängt. Jeder hat zwei Gleise. Zwar ist es dann mit der Signalprogrammierung einfach leichter. Das Ganze nochmal hier. Und ja, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wieso hier fünf Gleise in jede Richtung. Das habe ich gemacht für Beschleunigung der Züge. Weil wenn die Züge hier auf losfahren, aus dem Schattenbahnhof sind sie ja noch nicht so schnell. Und zur Beschleunigung habe ich es hier fünfmal fahren lassen. Manche Züge brauchen auch länger, bis sie mal die Geschwindigkeit von einem TGV hätten. Aber gut, 200 km/h schafft jeder dann an der Oberfläche zu haben, weil wir haben ja hier eine Fernbahn. Da brauchen ja die Züge nicht mit 80 km/h vorbeifahren. Ja, hier habe ich noch so einen Zaun gebaut, der gefällt mir recht gut, den habe ich schon länger. Der ist auf jeden Fall recht schön. Und ja. So, jetzt sind wir an einer kleinen Anlage angekommen. Das sollte eigentlich mal eine Anlage mit Wald werden. Ist aber dann doch nichts draus geworden. Die werde ich auch noch weiterbauen, bin ich auch im Moment dabei. Ich habe jetzt hier nur mal ein Bahnhofsgebäude gebaut mit einem Parkplatz und einer Straße und einem funktionsfähigen Bahnübergang. Ja, und hier halt die Bahnstrecke, wo die Erfurter Bahnshuttle fahren, die was sich hier unten im Schattenbahnhof abwechseln. Geht auch, ja gut, der Zug kommt jetzt von hinten. Ja, hier habe ich schon alles mit Signaltechnik und Zügen programmiert. Der schaltet jetzt auch gleich das Licht an hier. Genau hier. Ja, jetzt fährt er hier in den Bahnhof, bleibt 45 Sekunden stehen und dann gehen erstmal nach 30 Sekunden die Schranken zu und dann fährt das Ganze weiter. Jo, warten wir noch schnell, bis er abfährt. Das kann jetzt kurz mal dauern, aber wir müssen auch gleich zugehen. So sieht es von hier aus mit dem Bahnhof. Nichts Spektakuläres hier jetzt. Da baue ich manchmal dran hier an der Anlage, wenn ich Zeit lang habe, Langeweile. Ja, die Schranken sind jetzt auch zugegangen, das heißt, der Zug fährt in 15 Sekunden ab. Und jetzt geht es auch schon los mit den Zügen der Erfurter Bahn. Und flupp, sind sie weg.
Ja, jetzt würde der andere Zug wieder kommen, wie man hier sieht. Schranke geht schon wieder zu. Das muss ich noch so einstellen, dass die gleich zu bleibt oder der andere Zug erst nach ein paar Sekunden später kommt. Aber naja, mal sehen. Jetzt warten wir den auch noch ab, weil er gleich hier ist. Und ja, hier ist er auch schon. So. Ja, und der bleibt jetzt hier auch wieder stehen und fährt dann weiter, und so geht das immer rundum. Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Anlage. Ich habe euch jetzt schon gezeigt die Anlage Kleinstadt. Dann, das kennen wir ja. Bahnhof Test könnte ich euch mal zeigen. Das ist ein großer, oder eigentlich kein Bahnhof, ein großes. Ja gut, hier kommen ein paar Strecken zusammen, aber die Anlage ist eigentlich auch schon ein bisschen framefressend, weil da sehr viele Gleise rumliegen. Die lädt jetzt auch schon ein bisschen länger. Vielleicht hat der ein oder andere davon auch schon ein Bild auf Amazon gesehen, wenn er bei EP8 oder bei EP9 schaut. Bei EP9 glaube ich, habe ich es reintan. Und dann bei Bilder von Kunden, da sind ein paar Bilder von Zügen der Anlage. Ja, Daten werden installiert. Jetzt haben wir es gleich. Hoffe ich. So, ja, so ist ein Bild in Amazon von mir. Genau so sieht das aus. Könnt ihr auch gerne nachschauen. Und hier wollte ich eigentlich nur mal einen Gleisvorfeld bauen. Aber habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ich keine Lust mehr hatte auf ewig viele Gleise. Und ja, die Häuser habe ich nur zur Kulisse hingestellt, wegen den Amazon-Bildern. Ja, hier sieht man auch nicht viel. Hier läuft halt dann die Strecke, die Gleise verzweigen sich miteinander. Und dann geht es hier vor. Und hier sollte dann eine S-Bahn-Station sein. Das rechts sind die S-Bahn-Gleise. Also die zwei, die links daneben sind die normalen Gleise. Und hier sollte auch noch eine Strecke entstehen. Ja, das Ganze wurde übrigens mit den Gleisschotter-Splines unter dem Wasserwegen gemacht. Ja, und dann hier geht auch ein Teil. Es sollte so ein bisschen wie München werden hier. Dass hier dann links Richtung Rosenheim geht und der Bahnhof sollte ein Sackbahnhof werden, darum hier die Kehrbahn, wieder einen S-Bahnsteig hier. Jetzt hier links eine Strecke und geradeaus eine. Und dabei habe ich es dann eigentlich auch belassen, muss ich sagen, weil ich eigentlich nicht wusste, was ich jetzt hier genau noch so bauen soll. Ein Bahnhof wäre natürlich noch drin gewesen. Mal sehen, vielleicht baue ich hier irgendwann weiter. Ja, das Stadtdiorama ist auch noch nicht ganz fertig, wird aber bald fertig gebaut und ist auch eine schöne Anlage, muss ich sagen. Also hier habe ich viele Häuser verbaut. Ich hatte zuerst eine Bahnstrecke noch dabei. Die habe ich aber dann entfernt, weil sie mich eigentlich gestört hat und weil die Anlage nicht recht groß ist. Hier unter der Brücke war eine Bahnlinie, aber ja, die ist wieder weggekommen. Ja, also besser gesagt ein Bahnhof. Ja, hier die Stadthäuser, erst auf die rechte Seite hier dann noch eine Landstraße und die Zuläufer zur Stadt. Und hier bin ich noch nicht fertig geworden, aber werde ich auch mal fertig bauen, die Anlage. Ja, hier wird gerade ein brennendes Auto gelöscht. Und hier schaukeln zwei Kinder. Dann haben wir hier ein paar Häuser mit Wäscheständer. Ein Büro oder sowas. Dann haben wir hier irgendwie die Stadtmitte mit einem Brunnen als Stadtmittezeichen. Und hier ein paar Blocks und Häuser rundum. Ja, und hier hat man auch einen recht schönen Blick. So, wenn man hier so schaut, hat man auch einen recht schönen Blick über die Stadt. Ja,
Das war's eigentlich von dieser Anlage. Die wird auf jeden Fall demnächst mal weitergebaut. Rangierbahnhof, das ist glaube ich was ganz was Kleines gewesen, was ich aufgegeben habe und dann umgebaut habe zu einer Fernstrecke, was aber dann im Chaos gelandet hatte. Und dann habe ich die Anlage eigentlich nur noch genutzt, um mal die Tunnelsplines und so auszuprobieren aus dem Shop und die Standard. Mal sehen, was jetzt hier genau zu sehen ist. Jo, genau hier mit 3D-Gleisen. Ne, das war was ganz, ja doch, war schon die. Hier ist dann im Fernbahn übergegangen und dann hier dementsprechend 2x IC3. Ja, hier ging es dann bergab und hier habe ich dann so ein bisschen die Tunnelportale ausprobiert. Und ja, hier ist jetzt auch auf komischer Art Gras drin, was eigentlich nicht so sein sollte. Tunneltextur. Halt Pinsel. Wäre eine gute Variante. So. Ja, und dann ist es halt so in den Tunnel gegangen. Und weiß gar nicht, wo das jetzt hinführt. Das Ende der Welt. Ja, hier war dann eigentlich auch schon Schluss. Dann, was haben wir noch? Ja, kannst du speichern. So, und damit kommen wir auch schon zur letzten Anlage für heute. Und zwar zu den Hauptanlagen gehen wir nochmal. Und zwar zum Güterbahnhof. Ja, das ist meine neueste Anlage im Moment. Ja, die habe ich letzte Woche mal angefangen. Nur mal einen Tag dahin gebaut. Und die zeige ich euch noch jetzt mal ein bisschen ausführlich. Und dann beenden wir mal die Folge 50. Folge 100 wird besser. Ich hatte noch ein kleines Problem mit EEP jetzt. Also ich nehme das jetzt hier schon ein paar Tage später auf, wie das, was ihr bis jetzt gesehen habt. Und zwar ist mein EEP abgestürzt, also hatte einen Speicherfehler. Und ja, jetzt war alles schwarz und so. Ja, zeige ich euch dann in Folge 51 mal ein paar Bilder. Und ja, dann kommen wir hier zur letzten Anlage. Und zwar der Güterbahnhof, den habe ich mal letztens gebaut, wie schon erwähnt. Hier hat man jetzt eine viergleisige Strecke, eine zweigleisige Strecke eigentlich. Ja gut, das führt dann später noch zusammen. Sieht man aber nicht mehr. Ja, hier kommt man so in den Güterbahnhof reingefahren. Kann man sich so als Güterumgehung denken. Und ja, hier geht die Strecke so entlang. Hier werden die Gleise wieder weniger. Und bis die Strecke halt dann zweigleisig ist. Ja, wenn man von der Seite schaut, kommt jetzt hier rechts dann eine Drehscheibe und einen Lokschuppen dazu. Und ja, dieser Bahnhof soll eigentlich einen alten Güterbahnhof darstellen, der modernisiert wurde mit neuen Gleisen. Der Lokschuppen wurde ein bisschen modernisiert und jetzt stehen auch moderne Loks drin, wie die Maxima oder ja gut, die nicht so moderne Ludmilla, ja eine V100, V200 oder 218, E20, die Zero abgestellt, ja hier haben wir dann den Intercity abgestellt, hier auch nochmal die Zero. Und ja, hier tanken gerade zwei Lokmillas an der Tankstelle. Ein Güterzug steht auch drin. Dann haben wir hier ja, die Tankstelle, also der Diesel für die Tankstelle hier. Und hier einen Wasserturm für das hier. Meine Maus regt mich auf und quietscht. Ja, hier Kohlenachladung und ja, hier einfach noch so eine Abstellung und Gleiswechselanlage, wo auch hier ein alter Dampfzug abgestellt wurde. Ja,
Ich habe mir halt dann die Drehscheibe, ein paar Abstellgleise und ja, auf der Drehscheibe steht gerade auch eine Lok Müller, macht Pause oder so, ruht sich aus und ja, das war es eigentlich auch von diesem Bahnhof. Ja, ich möchte noch sagen, das war die Folge 50 ein bisschen chaotisch und zusammengestückelt, weil ich hatte vorher schon mal probiert, was aufzunehmen als Test. Und dann, wie ich die richtige Aufnahme beginnen wollte, ist mir EP abgestürzt. Ich habe dann keine Aufnahme mehr gehabt und das Ganze sieht jetzt im Moment so aus. Ich kann es euch ja auch mal kurz zeigen. Was nehme ich denn jetzt? Ein paar habe ich schon wieder gerichtet. Das dauert seine Zeit. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal Let's Play habe ich gerichtet. Münster habe ich teils gerichtet. Für den Balkon. Da sieht man es recht gut, da habe ich noch nichts getan und es sieht katastrophal aus. Ich habe jetzt von den Tests ein bisschen was zusammengeschnitten und jetzt daraus die Folge 50 gemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis die kommt, aber gut. Ja, schauen wir mal kurz das an, wie das aussieht. Zeige ich euch noch schnell. Und dann war es das für die 50. Folge. Bei Folge 100, die wird dann länger, da zeige ich euch mal dann meine richtig großen Anlagen und alles drum und dran. Aber jetzt ist ja die Hälfte kaputt. Ja, so sieht das aus. Also hier erstmal schwarz. Dann ist das höher. Hier ist wieder ein riesen Loch drin. Man kann das mit dem Geländeeditor ausbessern, zeige ich euch auch noch gleich. Aber man kann nicht mehr alle Texturen verwenden und so halt, das nervt halt. Ja, hier ist jetzt eine ganz große Wand, wo die Gleise alle durchsprießen. Und ja, hier ist jetzt sowieso nur weiß. Es gibt auch Anlagen, ja, hier haben wir jetzt einen grünen Streifen drin. Und ja, so Zeugs halt. Und manche Anlagen sind auch kunterbunt, alles bunt und so. Aber gut, das soll es dann auch gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Folge 51, die hoffentlich bald kommen wird. Und ja, bis dahin sage ich eigentlich, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dahin, ciao.